Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es mal wieder ein leckeres, hoffentlich, Unboxing. Und zwar habe ich hier die Foodbox Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich setze sie ab, denn sie ist schwer. 15,99 € kostet die Box regulär. Das war rein. Wow. Und ich habe einen Code, damit kannst du, ich glaube, 6 € auf die erste Box sparen, sodass die erste Box nur noch 9,99 € kostet. Lohnt sich dann safe, weil du immer einen Warenwert von irgendwie über dem hast, was du halt dafür bezahlst. Also eigentlich erfahrungsgemäß liegt dir auch immer über 20 €. Ja, ich bekomme sie in der Kooperation mittlerweile zugeschickt, worüber ich mich mega freue. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Degusta-Boxen-Team. Und ich darf auch dieses Mal wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir tatsächlich in der Degusta-Box im August, die jetzt hier ja neben mir steht, auch eine Werbung für den Adventskalender drin haben. Würde ich hart feiern, denn das ist immer so mein persönliches Highlight des Jahres. Wobei mittlerweile ja auch die Coldboxen dazu gekommen sind, die schon sehr, sehr gut bestückt sind. That's what she said. Ja, ich darf mittlerweile ja nicht mehr ganz so alles essen, also ne, deswegen bin ich mal gespannt, inwiefern auch auf Schwangere hier Rücksicht genommen wird. Aber nein, wir gucken einfach mal zusammen rein. Doch, das war mal wieder ein Reim. Die Box ist einfach immer wieder so eine... Seit 4 Jahren bin ich auf YouTube und ich glaube auch echt seit 4 Jahren packe ich die Box aus, ne? Ich finde die immer wieder geil, weil du hast da so geile, interessante, leckere Produkte drin, die einfach so, ja, entweder mega basic sind oder halt neu. Und oh, es ist immer wieder so eine Reise, auf die ich gerne mitgenommen werde. Das ist echt voll mein Ding. Okay, also, hier habe ich schon mal den Auer, den ersten Flyer. Da geht es ordentlich ab mit Stoff und auch mit Saft. Dann bunte Auszeit. Wir haben ein Motto, Leute. Das finde ich cool. Und hier sind alle Produkte aufgeführt mit Preisen. Nö. Und hier haben wir nicht die Werbung für den Adventskalender, sondern für die Degusta-Box Cold. Das ist eine richtig coole Variante von der Box, ne? Muss ich wirklich sagen. Da sind gekühlte Lebensmittel drin und die sind halt nicht... Also das ist eine LE-Box, ganz klassisch, ne? Kennt man ja auch. Und man bekommt sie für 14,99 € anstatt von 17,99 €. Du hast aber auch hier immer einen derben Warenwert drin. Und da kannst du gerne mal so ein bisschen reinstöbern. Und wie gesagt, ist limitiert. Gönnt euch hart. So. Sowas liebe ich. Ich weiß, es ist nicht gesund. Auf gar keinen Fall ist es gesund. Aber mein Freund und ich feiern sowas. Das sind Winz-Portionen von Müsli. Aber gerade jetzt so aktuell, ich persönlich kann zum Beispiel keine großen Portionen essen. Mein Freund hat auch nicht so bei dem Wetter so super Bock auf große Portionen. Deswegen bietet sich sowas einfach zu einem kleinen Frühstück an oder zu einem kleinen Abendbrot, ne? Und hier haben wir drin Nesquik irgendwas. Dann Lion Karamell und Schoko Cereals. Dann Cinnamon Minis. Und das Ganze nochmal. Also im Prinzip könnte jeder von uns davon sich das mal so probieren. Ne? Oder man macht sich halt 2 von den Packungen. Dann hast du halt eine in Anführungsstrichen Normalportion. Ich feiere sowas. Ich finde das lecker. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal die Lions in groß irgendwie mit drin. Die haben wir letztens leer gemacht. Die waren auch sehr, sehr lecker. Gefällt mir. Das ist schon mal ein guter Start. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist eine Dose. Das ist Paloma Lemonade Pink Grapefruit. Gut gekühlt genießen. Habe ich jetzt gerade leider nicht die Möglichkeit. Erfrischend fruchtige Limonade mit mexikanischem Agavensirup. Okay. Also, hier ist kein Stoff drin. Das ist schon mal sehr positiv. Das heißt, ich kann das schon mal direkt probieren. Soll mal gekühlt genießen, ne? Aber das stand jetzt hier auch nicht in der Sonne oder so rum. Klack. Ich liebe dieses Geräusch. Okay. So, theoretisch könnte man, ja, einfach einen Strohhalm reinmachen. Ich habe hier noch ein Getränk stehen. Ich habe immer einen Strohhalm hier am Start. Finde ich immer hygienischer, in solche Dosen Strohhalme reinzumachen, ne? Prost. Oh, das mag ich aber gerne. Das ist sehr limettig. Oh, das prickelt. Kennt ihr das? Wenn ihr lange nicht so wirklich was mit Kohlensäure getrunken habt und dann trinkt ihr was mit Kohlensäure und das prickelt bis zu den Ohren. Hatte ich gerade. War halt total witzig. Kitzelt, ne? Ja, das finde ich gut. Kann man auf jeden Fall jetzt im Sommer auch gut gebrauchen. Dann haben wir hier was drin. Das kann mein Freund auch gut haben. Das mag der auch ganz gerne. Tatsächlich solche
ja, Knäckebrote quasi. Knäcket von Brand. Das dünne mit Hafer. Happy Hafer, 190 Gramm. Das heißt, hier sind dann verschiedene Knäckebrote drin. Also mehrere. Und da richtig schön so Frischkäse drauf und ein bisschen frischen Schnittlauch drüber. Traumhaft, Leute, ich sag's euch. Ne? Das ist auch ein tolles, leichtes Abendbrot im Sommer bei 30 Grad. Nö, ich feiere das. Ich feiere das wirklich. Happy Hafer finde ich auch sehr charmant. Brauche ich jetzt nicht mit euch essen, ne? Das macht keinen Sinn. Nee. So Snacks und so ein Kram, das esse ich gerne mit euch zusammen. Aber da muss die Chemie einfach stimmen. Dann habe ich hier, oh ja, das hatte ich ja eben schon angeteasert gesehen, Granini Selection Guave Drachenfrucht, The Passion of Fruit. Mega lecker. Also sowas mag ich extrem gerne. Natürlich hast du hier hauptsächlich Apfelsaft drin und dann so ein Müh von irgendwelchen anderen leckeren Sachen. Rote Beete Saftkonzentrat ist auch super gesund jetzt für mich tatsächlich, also für Schwangere. Ja, du hast halt Wasserapfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, dann kommt das Guavenpüree, das Drachenfruchtpüree, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Rote Beete Saft aus Rote Beete Saftkonzentrat, Apfelpüree, natürliches Aroma und Vitamin C. Komme ich mit klar, finde ich super lecker. Mein Freund mag auch gerne solche Säfte. Sowas kann man sich auch super schön trinken, wenn man so ein, ja, ich bin immer direkt dann so sauber am Nachdenken, wann will ich das zu mir nehmen. Kannst du zwischendurch natürlich nehmen, kannst du verdünnt natürlich nehmen, kannst aber auch richtig wundervoll, so habe ich das damals auch immer gemacht, zum Sonntagsfrühstück. Oh, auch das ist ziemlich cool, ne? Doch feiere ich. Finde ich wirklich, wirklich gut. So. Bunte Auszeit. Also bunt ist es hier definitiv auf meinem Tisch, das kann man nicht anders sagen. Ne? Dann habe ich hier noch ein bisschen freche Freunde mit am Start. Brotaufstrich mit Mango und Süßkartoffel, wie passend halt einfach mal direkt zu dem Zwieback. Ne? Freche Freunde, veganes Produkt für Kinder ab 3 Jahren. Ja, bis mein Bauchbaby so groß, so alt ist, ne, habe ich das 5-mal aufgegessen. Wobei, bis wann ist denn das haltbar? 2022, nee, vergiss es. Ende diesen Jahres halt, ne? Nein, das werde ich mir gönnen, definitiv. Hört sich auf jeden Fall lecker an, wobei ich das sehr interessant finde, dass da halt Süßkartoffel drin ist, muss ich sagen, ne? Aber mit Mango, es ist halt auch wieder was Frisches. Und sowas kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht heute Abend sogar schon, man weiß es nicht. Dann habe ich hier, oh ja, Power X-System, Proteine für den Muskelzuwachs. Ja, ja. Isst diesen Cookie und du kriegst Oberarme wie Arnold Schwarzenegger in seiner besten Zeit nicht. Protein-Cookie, 27% Protein, Low-Sugar, Chocolate-Chip. Ich finde sowas einfach lecker. Ne? Sowas lege ich mir hier in meinen Tisch rein. Und bevor ich dann filme oder so, oder wenn ich halt so meine Heißhungerattacken bekomme, gönne ich mir das. Definitiv. Das ist aber super sättigend, ne? Darf man nicht vergessen. Ich mag sowas gerne, mein Freund gar nicht. Obwohl der super gerne Cookies mag. Aber diese Proteingeschichten, das ist gar nichts für ihn. Weil die haben meistens ja auch so ein leicht mehliges, leichtes gut, ne? Ein ziemlich mehliges Gefühl im Mund. Und da kommt er zum Beispiel gar nicht mit klar. Mir ist es vollkommen Pelle. Also ich mag ja auch Proteinriegel und so ein Kram. Ist eher nicht so viel zu haben. Aber wie gesagt, das ist für mich dann eine gute Geschichte, ne? Wenn ich hier mal wieder sitze, 5 Videos am Stück drehe gefühlt und mir denke, wow, jetzt mal was essen, dann wäre es doch. Habe ich oft. Okay, so, dann habe ich hier etwas drin. Oh, das darf ich nicht, aber es ist lecker. Heringshappen. Mein Freund wird es auch nicht essen. Von Harvester. Grüne Kräuter, Schnittlauch, Petersilie. Darf ich sowas? Ja, sowas darf ich essen in der Stillzeit. Bis wann ist denn das haltbar? Baby kommt Mitte November. 14.11. ist unser Date. 160 Gramm sind hier drin, weil, oh ey, ein Hering. Ich liebe Hering. Damals, es war so ein Essen, das meine Mom einfach schnell gemacht hat, als meine Eltern sich auch so getrennt haben und so gab es das irgendwie 2-mal die Woche. Gefühlt. Sahnehering mit Pellkartoffeln. Oh, voll mein Ding. Könnte ich hier zu Hause nie machen. Wird mein Freund, keine Ahnung, das Haus verlassen. Das ist nicht so seine Welt. Aber halt meine, ne? Ich bin halt so groß geworden. Hier steht's drauf. Boah, Coolio. 31.12.2025. Ja, das hält sich ja ewig und 3 Tage. Richtig, richtig genial. Wer ist auch so ein Hering-Fan wie ich? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich stehe drauf. Ja, das mit diesem hier Protein, bla, ich weiß nicht.
Vertraut ihr diesem Trend, dieses High-Protein-Tralafitti-Gedönsen? Ich bin jetzt ja auch keine Ultrasportlerin, dementsprechend kann ich das ja gar nicht in dem Sinne oder in dem Maße gebrauchen. Mit Schnittlauch, grünen Kräutern, Petersilie. Oh, das ist schon cool. Da. Darf ich nicht, ist aber richtig lecker. Also bislang alle Produkte, die ich hier jetzt rausgezogen habe, sage ich, finde ich richtig, richtig gut. Und werde ich ja auch entweder jetzt demnächst oder halt sobald ich es darf, essen. Und hier habe ich dann das nächste Gläschen, was sehr gut eingepackt ist. Die Degusta-Box lernt halt, ne? Die wissen halt auch, dass mittlerweile man halt nicht mehr so allzu gut mit diesen ganzen Paketen und so umgeht. Und gerade wenn du so Glasfläschchen hast, die können schnell zerbrechen. Und ich habe heute noch mit unserer DHL-Botin gesprochen. Ich wollte gerade sagen, telefoniert, wenn ein Tört. Das stand vor mir. Und Sandra und ich haben gesprochen. Und da habe ich auch, ne, ich sag, Mensch, ne, willst du ein Eis oder keine Ahnung? Nee, wollte sie nicht. Sie sagte, ich bin froh, wenn ich Feierabend habe. Es ist einfach so viel zu tun. Da sind irgendwie allein jetzt hier bei uns auf dem Kaffdorf, ne, ernsthaft, 3 Touren ausgefallen, die alle anderen damit auffangen müssen. Und ich finde es einfach traurig, ne? Das kriegst du dann auch nicht bezahlt. Aber das hast du überall gerade. Also egal, wo du hinhörst, hinschaust. Alle sind überarbeitet. Also es ist zu viel Arbeit bei zu wenig Personal. Das ist total verrückt. Also, ja, wirklich. Das tut mir dann auch wirklich leid für die Menschen. Und ich merke ja auch, dass die Menschen immer schlechter drauf sind. Ich merke es nicht nur bei meinem Umfeld, also Familie und Freunde. Ich merke es auch hart an den Kommentaren hier, ne, bei YouTube halt und auch bei Instagram, weil, ja, Menschen suchen sich halt ein Ventil, wo man ein bisschen was ablassen kann. Und dann nimmst du halt diese komische, brabbelnde Claudi, die sowieso das eh nicht wahrscheinlich lesen kann, worüber man sich dann ja auch nochmal drüber aufregen könnte. Ne? Aber Claudinchen liest das leider und Claudinchen denkt sich, ach Mensch, ich hab dir doch gar nichts getan. Aber ich glaube, es geht jedem von uns so und dass man auch von, also dass jeder von uns auch irgendwie jetzt in der aktuellen Zeit sich schon mal einen anderen Stuff von irgendwem abgeholt hat. Ist uncool, ne? Lasst uns das hier einfach mal als Safe Zone nutzen. Ein bisschen Liebesbreden hier. Also Leute, fühlt euch alle geknuddelt, seid lieb zueinander. Und wenn jemand so ein bisschen aus der Hose hüpft, nicht auch aus der Hose hüpfen und dagegen hauen, sondern einfach mal so ein bisschen vielleicht die Person beruhigen und sagen, Mensch, ne, dir geht scheinbar nicht so gut. Ist halt auch gerade echt eine blöde Zeit, ne? Ja, ich sag's euch, geht mir ja auch so. Das feiere ich. Das feiere ich gerade wirklich. Ja, komm, machen wir mal so wieder einen Cut. Wir müssen hier mal wieder zum Wesentlichen kommen. Odenwald, Apfel und Himbeere ohne Zuckerzusatz und 100% Frucht. Oh, ich liebe Apfelmus. Das ist ein Apfel-Himbeermus. Ungezuckert, aber allein von dem, dass das, was da drin ist, ist es ja schon süß. Richtig gut. Ich esse zu jedem Kram Apfelmus. Das wisst ihr mittlerweile. Ihr kennt meine Passion für Apfelmus, oder? Nudeln mit Apfelmus, Vanillepudding mit Apfelmus, Braten mit Apfelmus, Gemüse mit Apfelmus, Kartoffeln mit Apfelmus, Fischstäbchen mit Apfelmus, oh, oder dieses Fischstäbchen, Kartoffelbrei und Spiegelei und Spinat, Apfelmus dabei. Alles umrühren und reinhauen. Oh, liebe ich. Oh, hab ich gerade so Bock drauf, ne? Ja, Apfelmus. Und das ist jetzt Apfelhimbeere, also dann noch ein Tick süßer. Die Degusta-Box, die hat mich hier auch, also dieses Mal hat sie mich. Die hat mich. Die hat mich oft, aber dieses Mal hat sie mich ganz besonders. Das hier ist jetzt etwas, was ich glaube ich, das darf ich nie, nein, das sind 10% Alkohol drin. Das dauert noch, bis ich sowas trinken darf. Wodka und Spicy Ginger, weißt du Bescheid. Moskau Mule, Moskowskaja, nicht noch die Werbung von damals. The True Mix, 10% Alkohol sind hier drin, ist nichts für mich, ne? Also ich trinke ja generell nicht wirklich Alkohol, in der Schwangerschaft natürlich gar keinen. Ja, und deswegen, das wird nicht bei uns bleiben, aber ich glaube, man hat immer irgendwie einen so einen Party-Drink oder so mit dabei. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, soll man auch den haben, ne? Bisschen Spaß im Leben. Aufgrund der aktuellen Situation. So, jetzt habe ich hier noch eine große Flasche. Ist das ein Wein oder was? Weil wir hatten ja eben schon die Werbung. So, jetzt kann auch mal ein Karton hier flöten gehen. Jetzt haben sich hier auch die Klebeviecher drum gemacht. Ich habe das immer super gerne verwendet. Wenn ich dann an euch so Lidschattenpaletten und sowas geschickt habe oder so, ne? Wenn ich halt Verlosungspakete gemacht habe. Kann ich ja aufschneiden, ne? Sagt ja keiner was. Genau, dass ich da dann die Produkte halt reingepackt habe. Dass man das halt besser
schützen konnte, weil ich verwende ja alles weiter. Okay, das ist ein Beinchen. Yellow Tail, sieht sehr hübsch aus. 2021, crafted by Casella Family Australia. 750 Milliliter. Das ist ein Weißwein, ein Chardonnay. Wine of Australia, 13% sind hier drin. Joa, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie... Also fruchtig ist er wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein süßer, ein trockener, ein halbtrockener... Steht jetzt hier nicht mit bei, ne? Keine Ahnung. Ja, für Besuch. Ne? Also ich, wie gesagt, trinke sowas nicht. Wir haben damals, wenn wir dann so Rotwein oder sowas hatten, dass wir das ins Essen gegeben haben. Aber ja, machen wir jetzt ja auch nicht mehr. So, ich muss mal eben kurz meine Tür zumachen, denn mein Freund kriegt jetzt gerade Besuch, habe ich gesehen. Da holt jemand sein Laufband ab. Und ich habe hier halt alles offen gehabt mit, ne, keine Ahnung, auch Treppenhaus runter und so, weil es halt so warm ist. Fenster ist auch auf, aber jetzt haben wir es halt Abend und dementsprechend ist das alles gerade ein bisschen ruhiger. So, das war es jetzt hier von der Degusta-Box und meinem Unboxing. Ihr habt es gemerkt, ich finde die wirklich gut. Also ich mag das, die Konstellation, ich mag, dass wir schöne Getränke drin haben, ein bisschen Snacks drin haben. Oh, dieser Hering hat mich natürlich volle Elle aus der Bahn geworfen. Die war auch schon mal praller gefüllt, habe ich irgendwie so den Eindruck. Aber wir haben hier jetzt echt mal so eine Full-Size-Weinflasche dabei. Das ist ja auch nicht so super günstig. Dementsprechend werttechnisch liegen wir halt echt gut auf. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Ich finde es schön, was hier drin war. Ich finde auch diese, hier, ne, was ich zuallererst hatte, diese Cerealien. Cerealien, ne? Weißt du Bescheid? Total super. Also schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Das hier war halt jetzt wirklich echt eine Claudi-Box. Kann man nicht anders sagen. Und das Ding bei solchen Abo-Boxen ist halt immer, du kannst ja nicht im wahrsten Sinne des Wortes jeden Geschmack immer treffen. Aber dafür ist es halt dann auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen günstiger. Ne? Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. So, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!